Hallo, ich habe heute die Love Beauty Box für euch und wir gehen direkt in die Vogelperspektive über, damit ihr einfach sehen könnt, was ich da bekommen habe diesmal in der Box. Das erste Produkt waren von Must Me Natural Cotton diese Bio-Baumwollpads. Die kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Ich benutze zum Abschminken zwar waschbare Baumwollpads, aber für Nagellack zu entfernen, benutze ich eben Wegwerfpads und da kaufe ich auch immer grundsätzlich Bio-Baumwolle und ja, finde ich ein schönes Produkt. Die Pads kosten 1,99 € und ja, ich finde es eigentlich ganz gut. Viele werden jetzt sagen, ah ja, Wattepads, was will ich damit? Aber man muss sich wirklich mal klar machen, was in den normalen Standard-Wattepads alles für ein Dreck drin ist. Und ja, deswegen finde ich das eine gute Sache, dass das mal mit dabei war. Dann passend zum Sommerwetter ist hier ein Sonnenspray drin mit Lichtschutzfaktor 20. Und das ist ein Sonnenölspray, was sonst 20,90 Euro kosten würde. Das ist schon ein stolzer Preis. Ich benutze ja meistens 50er für mein Gesicht, weil ich einfach da Pigmentierungsstörungen habe, aber inzwischen für den Körper, für den Alltag so ein Spray von 20 von Lavera im Moment. Damit bin ich so semi zufrieden, deswegen bin ich mal gespannt, wie das hier sein wird. Ist eben wasserfest und da sind keine Nanopartikel oder sowas drin. Das finde ich auch mal ganz wichtig. Würde ich auch nicht unbedingt benutzen wollen. Bin einfach mal gespannt, ob es auch zusätzlich pflegt, weil es eben nur aus Ölen besteht und der Sonnenschutz auch nur aus diesen Ölen gewährleistet ist. Grundsätzlich liebe ich ja solche Sprays. So sieht dann das Spray aus, finde ich eigentlich auch ganz ansprechend, irgendwie im Braun, wie immer. Und ja, da bin ich doch sehr gespannt, das werde ich mit in den Urlaub nehmen und ich freue mich. Also das ist mal was anderes. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Sonnenöl benutzt, großartig. Deswegen, und schon gar nicht in Sprayform, bin ich einfach neugierig. Dann ist hier ein Produkt von Lavera mit drin. Ein Augen-Make-up-Remover für 3,95 €. Ich habe den schon ein paar Mal getestet und muss auch sagen, dass ich ihn gut finde für normales Make-up. Für wasserfestes Make-up ist er nicht ganz so dolle, muss ich wirklich dazu sagen. Aber ansonsten ein sehr, sehr pflegendes und auch sehr, sehr angenehmes Produkt für empfindliche Haut. Und deswegen auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann haben wir von einer Manufaktur von cremekampagne.de einen Lippenstift hier drin. Und den finde ich sehr, sehr schön. Das ist die Farbe Jorinde. Und der ist auch sehr, sehr pflegend. Ein Full-Size-Lippenstift. Und die Farbe ist halt mal voll Bombe. Ist absolut für den Sommer gemacht. Und ja, ein schönes Pink. So leicht metallic, aber nicht zu extrem. Und auch nicht zu krass vom Farbton, also etwas, was man eigentlich jeden Tag tragen kann. Und ich habe mir jetzt schon ein paar Mal auf den Lippen gehabt und mag einfach die pflegende Leistung von dem Lippenstift besonders. Der Lippenstift ist auch ein Originalprodukt und würde 8,90 Euro kosten. Da gibt es auch weitere Farben. Ich sehe es gerade im Love Beauty Shop, falls man da irgendwie interessiert ist. Und wie gesagt, also ich finde ihn sehr, sehr pflegend, sehr, sehr angenehm. Die Farbe finde ich sehr, sehr schön, sommerlich. Und ja, das war eine kleine, feine Love Beauty Box. Ich muss sagen, meine zwei Lieblingsprodukte, ganz klar der Lippenstift und das Sonnenschutzspray. Aber einfach, weil es auch mal eine andere Form von Sonnenschutz ist, also ein Öl. Und ich persönlich habe Öle noch nicht so benutzt. Meine Haut ist inzwischen nicht mehr ganz so empfindlich wie früher, deswegen merke ich auch, dass ich nur noch 20er bis 30er brauche, je nachdem. Und ja, würde ich sagen, eine schöne Box. Und dann sehen wir uns gerne in einem nächsten Video von mir wieder. Bis die Tage. Ciao.